Hallo und herzlich willkommen zum Zukunft ist jetzt Podcast, dem Podcast für Inspiration, Motivation und Praxistipps für dein Network-Marketing-Geschäft. Hier ist wieder Oliver Schirmer. Schön, dass du ja, dir die Zeit nimmst, diese Folge hier und heute anzuhören. Ja, heute geht es mal um das Thema die Jagd nach dem geheimen Schlüssel. Und vielleicht gehörst du auch zu den Menschen, die ständig auf der Suche, ja, nach dem geheimen Schlüssel sind, die ständig auf der Suche sind nach, ja, dem geheimen Gral, ja, dem heiligen Gral, der ja Erfolg im Network Marketing verspricht. Vielleicht bist du öfter mal so nach der oder auf der Suche nach einer neuen Strategie, nach einer neuen Methode, die dir endlich den gewünschten Erfolg im Network Marketing bringt. Vielleicht hast du manchmal so für dich auch das Gefühl, dass du ja zwar irgendwie was tust, aber du kommst nicht so richtig voran. Du wärst gern schon weiter, aber irgendwie klappt es nicht so ganz. Und ja, wenn du dich da so ein bisschen wiedererkennst, dann gehörst du wahrscheinlich ebenfalls zu den Jägern des verlorenen Schlüssels oder zu den Schatzsuchern, die lieber heute als morgen den heiligen Gral für sich entdecken würden. Und wie gesagt, falls dir das bekannt vorkommt, ja, dann habe ich da einen Tipp für dich in dem heutigen Podcast, in dieser Aufnahme hier. Hör auf zu suchen, denn den heiligen Gral, den gibt es nicht. Ja, lass mich da gleich noch näher drauf eingehen. Ich selbst war lange Zeit an dem Punkt, ja, an dem ich immer wieder auf der Suche war nach dem heiligen Gral, ja, nach dem ultimativen Tipp, nach der ultimativen Vorgehensweise und die, ja, bis ich dann halt einfach für mich festgestellt habe, ja, dass ich eigentlich bereits oder dass bereits eigentlich alles da ist, ja. Mir ist klar geworden, dass ich mich zwar ja immer wieder weiterentwickeln und weiterbilden muss, ja, aber es fehlte immer eine entscheidende Komponente und das war das Umsetzen. Ja, ich musste halt für mich erkennen, dass ich das Erlernte dann halt auch eben mal eins zu eins umsetzen muss, weil ohne das geht's nicht, ja. Das Umsetzen hat bei mir immer als Komponente gefehlt und ohne das Erlernte umzusetzen, ja, wirst du lediglich einfach zu einer Person, die zwar viel weiß, aber wenig kann, ja. Und mir fiel damals ein Gedicht in die Hände und das lese ich dir mal ganz kurz vor. Das heißt Sieg und ist von Herbert Kaufmann. Es geht wie folgt: Wie oft schon hörte ich dich sagen, du würdest große Dinge wagen. Wann wohl, glaubst du, kommt der große Tag, da endet alle Mühe und Plag, da du zu großen Taten schreitest und da du selbst dein Schicksal leitest. Und wieder ging ein Jahr vorbei und nie warst du mein Freund dabei, wenn's galt, nun endlich zuzugreifen, damit auch deine Früchte reifen. Woran es liegt, erklär es nur, du hattest Pech, ach keine Spur, wie immer. Einzig und allein lag's nur an dir allein. Schau auf deine Hände bloß, sie liegen still in deinem Schoß, statt endlich, endlich doch zu handeln und alles in dir umzuwandeln. Ja, und das, wie gesagt, das Gedicht fiel mir damals in die Hände und es hat mir so viel gegeben. Und die Erkenntnis ist einfach daraus, ja. Um was geht's denn? Es geht nicht um Kennen, weil Kennen tust du sicherlich sehr, sehr viel, sondern es geht darum, das, was du kennst, dass du das auch kannst. Ja, es geht um Können. Wir müssen anstatt Kenner, müssen wir Könner werden. Und diese Erkenntnis, die hatte ich dann an einem Punkt in meinem Leben, an dem es mir nicht so wirklich gut ging, ja. Mir wurde einfach klar, dass ich keinen Bock mehr habe, Geld für irgendwelche Kurse oder für irgendwelche Software auszugeben, die mir alles suggeriert haben, dass das das ultimative Ding ist, dass das die ultimative Vorgehensweise ist, die funktioniert, ja, um nur um dann festzustellen, dass die ja, Sache doch nicht so einfach war und nicht so einfach funktioniert hat, wie das Ganze versprochen wurde, ja. Mir war aber auch bewusst, ja, dass ja, es nicht immer nur an den Inhalten oder an der Software liegt, ja, sondern dass es auch an einem selbst liegt, ne? Dass ich besser werden musste, dass ich an meinen Fähigkeiten arbeiten musste. Ja, mir wurde klar, dass ich selbst einfach die Veränderung sein muss, die ich in meinem Leben haben will. Ja? Und mir ist halt eins ganz klar geworden, dass ich einfach mal besser fahre, wenn ich mich jetzt einfach mal nur drauf konzentriere, das, was ich jetzt eh schon alles weiß, ja, dass ich das mal einfach nur konsequent umsetze. Und was soll ich sagen? Das war so ein Stück weit der Schlüssel, ja, weil es hat geklappt, ne? Ich konnte meine ersten Ergebnisse erzielen und von da an wusste ich, dass ich ja nicht mehr nach
irgendeiner geheimen Methode oder nach irgendeinem Schlüssel suchen musste, der funktioniert, ja, sondern ich wusste, es ist alles da, was ich brauche, ja, und ich wusste, dass alles, was ein Mensch ja einfach tun muss, ist einfach mal loszugehen, ja, einfach mal loszulegen und mal einen Schritt nach dem anderen machen, ne? Und an dieser Stelle lass mich da dir einfach mal bitte kurz eine Frage stellen: Was ist dein nächster Schritt? Was wäre jetzt der nächste logische Schritt, damit du nach vorne kommst, damit du weiterkommst? Und ja, es gibt, ich möchte da gerne ein kleines Geschenk für den heutigen Tag machen, nämlich gerne mit dir eine Formel teilen für deinen Erfolg, ja, mit der du alles erreichen kannst, was du willst, ja. Und das ist jetzt auch nichts Neues, aber das ist letzten Endes das, was mir extrem viel geholfen hat, ja. Nämlich, du musst zum einen etwas Neues lernen, dann musst du dieses Erlernte eins zu eins umsetzen und dann anderen zeigen, ja, was du gelernt hast, ja. So, und das ist die Formel, jetzt hast du sie. Das ist mein Geschenk für heute an dich. Und ich hoffe, die Formel hilft dir genauso weiter, wie sie mir damals geholfen hat. Und du brauchst nicht wirklich viel, um im Network Marketing erfolgreich arbeiten zu können, ja? Du musst auch nicht außergewöhnlich sein. Du musst nicht viel Außergewöhnliches können. Aber die wenigen Dinge, ja, die du können musst, die musst du einfach täglich anwenden und in denen musst du einfach Spitze werden, ja? Und das ist aber für viele Menschen ja das wirkliche Problem, dieses tägliche Anwenden. Und das Geheimnis, wenn es denn ein Geheimnis überhaupt gibt, dann heißt es tun, TUN, am besten Tag und Nacht oder wenn man es rückwärts liest, nicht unnötig trödeln. Und als ich das begriffen hatte, ja, hat es super viele positive Auswirkungen in meinem Leben gehabt, ne? Ich hatte, also mir fiel es auf einmal viel, viel leichter, das Wichtige vom Unwichtigen zu trennen. Und der positive Nebeneffekt daraus war, dass ich wieder viel mehr Zeit hatte. Ja, ich hatte auf einmal viel mehr Zeit, die ich dafür verwenden konnte und verwenden kann, die Dinge zu tun, die mir Ergebnisse einbringen, ja, und natürlich für das, was mir sonst noch so wichtig ist in meinem Leben. Und dadurch kam dann natürlich wieder mehr Lebensfreude. Ich habe bessere Ergebnisse erzielt in meinem Geschäft. Und ja, und das möchte ich dir gerne hier ja mit auf den Weg geben. Und ich hoffe, dir hilft es weiter. Also lass uns mal kurz zusammenfassen: Was brauchst du denn wirklich, um erfolgreich zu sein im Network Marketing? Zum einen brauchst du die richtige Firma im Rücken, ja. Dann brauchst du eine konkrete Anleitung, die dir zeigt, was du tun musst und wie du es tun musst. Am besten hast du dann noch einen Mentor, der dir bei Problemen bei der Umsetzung zeigt, auf was du achten musst, dir die richtigen Tipps geben kann, auch die Informationen für dich richtig einordnen kann. Und dann geht es darum, das Gelernte umzusetzen. Und dazu braucht man Mut und Ausdauer, weil alles, was jetzt am Anfang neu ist, ja, da braucht man Mut, das Ganze umzusetzen. Ja, vielleicht stehst du gerade an einem Punkt, wo du Angst hast, in die Telefonakquise zu gehen, ja, weil das was Neues ist, du hast es noch nicht gemacht. Dazu braucht man Mut, ja, und man braucht auch die Ausdauer, um dran zu bleiben, bis es dann eben halt einem leicht fällt. Und last but not least, du brauchst Fokus, ja, du brauchst die Bereitschaft, dass du dich von nichts und niemandem ablenken lässt, und zwar so lange, bis du dein Ziel erreicht hast. Und schau, wenn ich jetzt mal bei uns ins Team schaue, bei uns ist bereits alles da. Ja, wir haben für unsere Teampartner alles vorbereitet. Wir haben einen Sales Funnel, die Partner zur Verfügung gestellt bekommen. Wir haben E-Mail-Follow-up. Wir haben regelmäßige Webinare. Wir haben regelmäßige Meetings, bei denen man Fragen stellen kann und so weiter. Ja, die Liste könnte ich noch ja deutlich weiter fortführen. Und ja, ich möchte dir einfach hier nur eins mitteilen, ja, du kannst es schaffen, ja, so wie viele Menschen ja bereits es vor dir auch gemacht haben, ja. Es gibt in dem Sinne kein Geheimnis. Nutz das, was du bereits hast, ja, was da ist, was dir deine Organisation zur Verfügung stellt, und dann leg einfach los, ja, geh unaufhaltsam deinen Weg. Und falls du jetzt noch kein Network-Marketing-Unternehmen hast, ja, dann lass uns doch gemeinsam ja diesen Weg gehen, ja, lass uns gemeinsam noch dieses Jahr zu deinem besten Jahr machen,
Da freue ich mich drauf, von dir zu hören. In diesem Sinne hoffe ich auch heute, dass das Ganze für dich ja ein bisschen ja, Inspiration war, dass du den ein oder anderen Tipp für dich mitnehmen konntest. Und ich freue mich natürlich, ja, von dir zu hören. In diesem Sinne, alles, alles Gute, dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.